Moin, moin, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Worms Clan Wars. Ihr kennt das ja schon von den letzten beiden Folgen, die Amoration ist immer die gleiche. Und wie in den letzten beiden Folgen auch mit dabei Axel und Sascha. Moin, moin. Moin. Jetzt Sascha wieder oder immer noch Rot Anime Power und Axel wieder Blau Dark Worms und ich in Gelb TV-Serien. Und diesmal spielen wir den Modus Elementar. Ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Aber ich glaube, es wird elementar wichtig, keine Fehler zu machen. Ah, oh, Junge. Ist ein Handbuch vor dir? Was macht ein gutes Let's Play aus? Ist das Checkpunkt 7. Schlechte Witze. Haken. Oh ja. Elementar ist hauptsächlich halt, wie der Name sagt, auf die Elemente ausgelegt. Also Wasser Feuer. Ja, mir fällt das sind die entscheidenden Elemente bei Worms. Ich wollte gerade sagen, so mehr. Luft sind nicht ganz so ich wollte gerade sagen. Ja, okay. Da ist ein Wurm, da ist ein Obwohl, Wurm. Obwohl, wir spielen ganz schön in luftigen Höhen. Was macht ein besonderes dafür gutes... Dafür leider gleich drauf gehen. Was macht ein besonders gutes Let's Play aus? Zwei schlechte Wortwitze. Ja. Oh, was Scheiße. Was ist dein Abgang, Krischi? Sondersprüche will ich hier gar nicht erst hören. Warum stehen komm, noch einer nach unten! Ach, komm! Warum stehen meine Würmchen eigentlich immer so gefährlich an irgendeinem Rand? Ja. Jetzt musst du wirklich aufpassen. Also rechts kann man von dir ist eine Mine, ne? Nicht, dass du da rein ja, ja, alles gut. Genau. Und man kann jetzt mit Wasserpistolen Leute auch schön irgendwo runterschießen. Oh ja. Mir ja, gefällt von ehrlicherweise überhaupt nicht, wie meine Würmer stehen. Diesmal hat Sascha Glück. Ein bisschen. Naja. Denk an die Mine. Mhm, alles gut. Einfach voll durchziehen, würde ich sagen. Ja, das war der Plan. Nee, das oh. geht viel zu weit. Oh, krass. Alter. Aber ein bisschen tiefer. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber gut. Alles gut, ich hätte so. Oh, sehr schön, der da unten ist dran. Ah, kommt er nicht mehr hoch. Doch. Doch, kommt das schade. Bleibst du mal in deinem Wasser? Nein. Krischi? Ja. Achso. No. Nicht Sith. Sehr gut. Was, du Sith? Was? Nein, nicht Sith. Genau, geh mal. Ja, da kommst du nicht an. Und das war ein leicht verschwendetes Seil. Was? Und Christopher Mulso. Was? Ach, als wenn das was bringt. Hat. Bitte bring nicht zu viel. Los, spul ihn doch runter! Los! Kacke! Das war nicht der Plan. Ich hatte eigentlich gehofft, dass alle drei Würmer runterrutschen. Also der 100er, der 100er und der von Axel. Ich hatte schon Triple Kill vor meinen Augen. Am Ende starb keiner. Oh, ja. Kleinen 100, den rechten 100er kriege ich da leider nicht weg. Ja, ich habe fast befürchtet, dass der oben auffällt. Das ist sehr ungünstig. Ja, das stimmt schon. Was kommt jetzt? Hätte ich tatsächlich ganz anders gemacht. Hätte ich auch gemacht. Ich hätte versucht, den mit einer Wasserpistole aus dem Level zu katapultieren. Was? Wie weit soll ich den denn schießen? Meins war auch nur kleiner. Ach so, okay. Ja gut, das hatte ich nicht. Eigentlich gesehen. Wollte ich Axels. Genau, Axels Würmer da noch mit ins Wasser runterreißen. I acknowledge that Wortwitz. So, Es ist schon ganz schön scheiße, dass Wasser den Fallschaden bremst. Was ist das denn hier? Deine hätte locker 30 Bombe. Fallschaden oder sowas bekommen. Nein. Flammenwerfer, bla bla bla. Was ist das alles für ein Shit, Junge? Komm hier. Oh, ja. Kann man die Benzinbombe werfen? Ja, ne? Ja. Die fliegt auch relativ weit, aber das Feuer verteilt sich hinterher sehr. Also muss man gucken. Und die fliegt auch in einem ziemlichen Bogen, ist aber nicht windbeeinflusst. Und das wird nichts, der Winkel ist zu spitz. Zu. Die fliegt nur relativ, wenn er nicht doll genug wirft, dann... Aber die fliegt scheiße meistens, die Benzinbombe. Ich weiß nicht, was ich sonst... Ich probiere es einfach, weißt du was? Oh. Oh Gott, sagen, so hätte ich da würde ich nicht voll durchziehen. Nee. Ja, oh, das war nein, gar nicht schlecht. Die war nicht schlecht. Hatte ich mir zwar ein bisschen anders vorgestellt, aber gar nicht. Na toll. Geht das auch noch aus da oben bei dir? Okay, sind jetzt wirklich beide Feuer aus? Ja. Toll. So. Ach, was spammt ihr denn jetzt alle so rum hier schon wieder auf YouTube, ey? Arsch auf. Ist das eine Giftwaffe? So. Alles klar! Kleiner Spray. Ja, wie geil ist das denn? Ja, aber doll ist ja nicht, ne? Nee, die vergiftet nur.
Du kannst auch durch Gift nicht sterben, du gehst nur auf maximal bis 1 HP runter. Und ich glaube, wenn du irgendwie mit Wasser in Berührung kommst, wird das Gift sogar weggewaschen. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Nee, wenn du ein Health Package einsammelst. Health Package muss es sein? Okay. Und du hast Sascha gehört. Habe ich auch überlegt, wegen der Mine, ne? Oh ja. Nö. Komm, groß genug. Nicht groß genug. Das hatte ich nämlich befürchtet und dann hatte ich mich fürs Gift entschieden. Ja, aber es hätte dir mehr gebracht, glaube ich. Ja, es ist halt immer so die Frage, ne? Du kannst es jetzt auf jeden Fall zu Ende bringen. Ich wollte gerade sagen, du könntest Krischi da jetzt... Obwohl, ja, womit? Oder du gehst rechts rüber und schießt Saschas Wurm mit rein, dass wir beide jede Runde 5 Schaden kriegen. Sascha kriegt 10 durch das Gift auch noch dazu, dann explodiert er bald und ist tot. Jetzt bequassel ihn doch nicht hier groß. Meine Güte, so langsam kann er selbst die Entscheidung treffen in Worms. Ja. Nur weil da gute Tipps kommen. Ey, wenn Sascha dir versucht, das auszureden, dann war es eine gute Idee. Dann würde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt werde ich hier schon wieder als Pro abgestempelt. Oh, nee, da triffst du dich selbst. Du siehst diesen Balken, dass der rot ist, genau. Dann triffst du dich selbst. So. Haben wir keine Granaten, die du da einfach reinwerfen kannst? Nee, haben wir nicht. Nee, eben nicht. LOL. Nice. Das sah bei mir gerade kurz so aus, als ob Axel selber mit reinfällt. Jo. Ja. Vor allem hast du dich jetzt an die Kante gestellt, dass sie dir nur noch einen Arschtritt geben. Ja, das weiß ich ja, aber... Oh, da liegt eine Mine. Ja, geh mal hin. Ach, scheiße, den hab ich gar nicht. Den hätte ich ja auch irgendwie versuchen. Na gut, den hatte ich nicht gesehen. Aber gut, ist egal. Boah. War das der Plan? Ja, absolut. Of course. Boah, das krieg ich doch nie im Leben so geworfen. Ach, ich muss es ja auch so nicht geworfen kriegen, ey. Bitch, Alter. Du kleine Bitch. Ja. Ja. Ja, läuft für dich, verdammt. Ne? Also. Oh, ich hatte gehofft, du gehst noch einen Schritt weiter nach vorne und das Ding lockert sich dann. Nein, ich hatte mich extra zurückgehalten. Was kann sich lockern? Ja, dieses komische Fläschchen, auf dem er stand. Ach, die sind von Physics-Effekten betroffen. Ach, genau. Guck an. Also Wasser kann die auch runterspülen? Ja, wenn der Wasserdruck oder der Wasserstrahl groß genug ist. Okay, interesting. Esel? Nein. So wie er schon Nein sagt. What? Das ist tatsächlich ein Esel, ey. Nein. Nee, ist es nicht. Eine eine Lenkrakete. Ja. Oh ja. Nein. Komm. Die muss ganz unglücklich. Nein, das schaffst du noch. Nein, ganz knapp vorbei, ey. Leck mich doch. Der war gut. Der war leider gut. Er fällt ein Pixel an der Kante vorbei, ey. So. Leider geil. Leider geil. Na, tatsächlich. Ein Wasserballon oben auf den 60er. Was? Ja, dann könnte. Naja. Welchen 60er? Wird der deiner, der fette. Dann wird der Wasserdruck. Ja, warte mal. Der steht doch in der Kuhle drin, was soll das bringen? Aber der 82er nicht. Ja, der 82er tatsächlich nicht, aber da könntest du mit ganz viel Pech deinen eigenen 100er da unten links erwischen. Beim Wasserdruck. Aber der gut. Der steht auch in der Kiste. Vom Wind beeinflusst oder nicht? Nee. Nein. Ah, hatte ich mir anders vorgestellt? Oh, das ist eine Menge Druck, das ist eine Menge Druck. Das ist eine Menge Druck. Oh, leck mich doch. Oh, shit. Ja. Oh. Hui. Das ist ein Lacker. Zähne. Naja, aber ein Versuch war es wert. Ja. Achso, oh geil, Krischi kommt da jetzt überhaupt nicht weg. Da kommt Krischi jetzt. Nein, der da unten ist dran, fuck. Doch, da kommt er weg. So, sorry, ja, ich dachte jetzt. Ja. Warte mal, der Krischi ist ja auch da oben. Was ist denn das überhaupt für einer? Kleiner, normaler. Dann müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen. Sorry, Axel. Hart asozial! Alter, das war ja... Boah, sogar nach ganz unten, ey. Da kommt ihr ja nicht mal mehr raus. Lol, das hat nicht mal so viel gebracht. Ich wollte es sogar erst noch links machen, aber dann dachte ich, warte, da steht mein eigener mit bei. Nein, das wollte ich nicht. Fuck. Was wolltest du nicht? Nee, ich guck grad was. Was guckst du? Ist er schon wieder nebenbei hier beschäftigt? In der Tat. Schlimm sowas, immer diese Ablenkung beim Aufnehmen. Was probieren wir denn mal? Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Was kommt jetzt? Was geht das? Ja, das wird nicht ordentlich klappen. Was ist das? Eine Bunkerbombe. Was? Ach, du meinst diese... Da? Die sich durchbohrt, aber die wird bei euch explodieren und kommt mir nicht. Das ist links diese rechts ganz unten, die aussieht wie so ein Dino, also mit so Stachelzähnen, weißt du?
Bunkerbombe. Links. Ganz. Also linke Reihe, ganz rechts. Also linker Block, ganz rechts. Ja, das hat fast geklappt, wie gewollt. Oh lol, und ich spring ins Wasser rein. Ja, GG. Ja. So, welcher ist dran? Zug. Der 100er auf dem Fass. Ah, ja. Oder könnte leichte Bewegungsprobleme haben. Axel, lass mich raten, das ist unfassbar. Oh je. Derp. Derp. So, was machen wir denn jetzt? Das muss eine ausgezeichnetste Folge werden, ey. Schon drei Wortwitze. Spreng das Fass in die Luft, wo Krischi draufsteht. Geh rechts rüber und baller das einfach mit der Bazooka ab. Wollte auch. Hatte nur gerade gesucht, wo es ist. Aber wie du siehst, ich sage nichts dazu. Das kann keine gute Idee sein. Ich widerspreche nicht. Ja, oh. Ich habe Angst, dass ich gerade... Ja, ich hab... Und jetzt einmal mit dem Bazooka draufhalten. Ah, ciao. Boots! Aua. Komm, fall wenigstens noch ganz runter. Ganz runter. Na, schade. Alter, 97, sicher. Bazooka Schaden und Explosion, ne? Naja, klar. Ja. Das lief ganz gut. Er lädt. Oh. Hi Sascha. Hallo. Oh, glaubst du, das klappt? Nee. Schade. Gott sei Dank. Aber die Idee war nicht schlecht. Ich hatte gehofft, er würde da ganz runter und dann so tschump. Weißt du eigentlich, wer gleich ein bisschen Schaden bekommen wird? Der 55er, ja. Ganz geringfügig. Ganz, ganz geringfügig. Oh, Axel, das tut mir leid. Adieu. Ja. Da hat der gute Sascha dich knallhart. Knallhart. Aua. What? Aua. Oh, der 55er geht sogar unten. Ja. Und der das geht jetzt sogar drauf, weil er immer 5 Schaden kriegt. Ja. So, welchen haben wir? Ja, toll. Jo, Kollege. Da würde ich fast... Ah, du hast keinen Teleporter, scheiße. Nee. Ich hab grad gedacht, so. Was macht eine Bunkerbombe nochmal jetzt? Die fällt von oben runter, gräbt sich durch den Boden, trifft aufs Ziel auf und macht 30 Schaden. Genau, macht auch immer genau 30. Sie und gräbt sie sich aber nicht unendlich lang. Richtig, durch. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das wird nicht reichen. Also. Okay, dann. Wenn du den 100er nimmst, könnte das grüne Ding daneben explodieren. Aber auch nur vielleicht. Weißt, die explodieren auch manchmal erst nach dem zweiten, dritten Mal. Das wird nicht reichen. Was immer du tust, beeil dich. Ja, aber, weißt du was? Jetzt? Ich probier einfach mal das hier. Das könnte. Achso, das dürfte reichen. Ich bin mir unsicher. Obwohl? Oh, lecker! Das war un. Schade. Ja. Hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass es reicht. Es sah ja auch ganz gut aus zwischendurch. Weil Saschas geheucheltes, oh, schade. Nö, nee, das meinst du sogar ernst. Für gute Züge bin ich immer offen. Ja, dann sei da offen für dies. Ich würde es damit treffen, Alter, du schießt dich selbst ab. Lol, kacke. Wow. Tamasche, wow. Eigentlich wollte ich das grüne Ding treffen. Die grüne Flasche. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es überhaupt so weit fliegt. Tja, der stirbt jetzt auch leider. Putz. Oh lol, scheiße, krieg ich sogar noch Schaden. Ja, komm, bleib. Fall noch verloren. Nein, schade. Ja. Der hat sogar nur mit einem Schaden, ist nur mit einem Schadenspunkt gestorben. What the fuck? So, ja. Und wir sollten Sascha langsam mal Schaden machen. Ja, die Frage ist wie, ne? Ja. Aber ich habe wirklich ganz gute Position da oben. Und ihr kommt nicht so leicht hin. Richtig. Ah, tatsächlich. Haben wir noch was Lenkbares? Ne, haben wir nicht. Oh, was ist denn das? Die drei Luftballons werden die von oben abgeworfen. Das ist ein Wasserangriff, das ist richtig fies. Das kommt werden die abgeworfen? Ja. Ja. Ich würde den 100er nehmen. Ja, ich guck gerade, was ich. Das fällt von oben dann, runter, ne? Genau, also du musst es so, genau so. Einfach abdrücken. Nee, dann kommt er ja von links, von rechts, ne? Genau. Genau, musst nichts machen, einfach warten. Bitte werd nicht runtergespült, nicht runtergespült. Nein, bitte, 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 bitte. Oh, da hängt der fest. Nein. Komm! Nein. Los! Nein. Ja! Leute, stirb. Lol, nein, tut er nicht. Ah. Ja, da stehen, du Scheißviech. Komm schon, komm, fall doch noch ein bisschen besser. Die letzten Tropfen kommen, die können ihn dann noch runterschieben. Ah, oh lol, und der überlebt mit 2 HP, willst du mich verarschen? Gar nicht schlecht. Frage ist, was mach ich mit dem Wurm mit 2 HP? Ja.
willst halt was machen. Du kannst Axel da rechts eigentlich gut Damage machen. Ich weiß nicht, warum du jetzt zu mir runtergekommen bist. Ich muss hier sowieso eigentlich weg, weil in 5 Sekunden Sudden Death losgeht. Ja, eben, deshalb will ich dich umbringen vorher. Warte mal, mein 71er ist ja jetzt auch. Oh, shit. Das Problem ist, ich. Ach doch, 20 Sekunden. Ach lol, brauche ich nicht mal. Ich bin mit dem Dicken da runtergesprungen, ohne Schaden zu bekommen. Da bist du mit dem Kleinen wohl jetzt recht runterspringen kann. Das oh, macht er sicher. Wow. Wow. Da hat er eh keine Perspektive mehr. Ja, das ist wohl wahr. Mit 2 Lebenspunkten. Oh, shit. So, Axels ja. 50er ersäuft, dein 66er ersäuft auch. Nee, nee, den 66er krieg ich da noch weg. Ach, du bist jetzt dran, schade. Ich dachte, dein 95er wäre jetzt dran. Frage ist, wo gehe ich hin? Wie gehe ich weg? Ich würde wieder nach oben gehen, tatsächlich. Ja, du bist ein ganz witziger. Haben wir nicht... Ach nee, das ist ein Wurmwechsel, kein Teleporter. Ups. Kein Falldamage, kein Falldamage, alles klar. Ja, da kommt dann noch ganz wieder nach links. Achso, Aquapack, genau. Ich bin nicht sicher, ob hier irgendwo Minen liegen. Ich auch nicht. So, und ich glaube, leider muss ich jetzt Axel ein Ende setzen. Oh, das ist nicht nett. Er wird dich jetzt runterspülen und dadurch steigt das Wasser und du stirbst tatsächlich, ja. Das ist nicht nett. Obwohl, du könntest sogar nochmal drankommen. Eventuell, ja. Wir werden sehen. Obwohl, warte mal, das ganze Wasser müsste jetzt ablaufen. Nee, doch, nee. Doch, du bist jetzt dran. Bin ich dran? Nee, Krischi ist dran. Nee, Krischi hat mich gerade platt gemacht. Ach so? Ja. Oh, geil. So, jetzt gut. Natürlich vorsichtig mit dem Bewegen, wenn du vom Fass runterfällst, bist du tot. Aquapack und weg. Genau, Leertaste und durchziehen. Nach oben. Hallo? Einmal Leertaste, genau. Nein! Vorsicht, du hängst zur Seite. Ja. Noch wenigstens hier hin. Du hast noch ein zweites Aquapack, das kannst du noch benutzen. Genau. Ah, okay. Komm, Kollege, wir müssen nach ganz oben. Oh, ganz oben wird schwierig, da würde ich vorsichtig sein. Ja, ich meine, doch, das schaffst du. Zieh durch, das schaffst du, das schaffst nee. Du. Nee. Ja, gut. Das hättest du. Da wäre ich jetzt dann tatsächlich doch noch weiter nach oben gegangen. Kann ich. Los, oh, komm schon, Axel! Was denn? Try. Lass mich doch in Ruhe da! Na, so rum? Ja. Ah, er wird gegen die Karte. Ich versuch's einfach. Er wird gegen die Karte. Andersrum ist gut. Wir gucken, was passiert. Andersrum wäre es gefährlicher gewesen. Ich wollte sagen, andersrum hätte ich es versucht. Ich wusste nicht, ob er das schafft, ihn da über diese kleine Klippe zu katapultieren. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen mit dem Wasserdruck. So ist leider ziemlich ja, ich schwierig. Weiß immer nicht, wie das reicht. So, ja, klar. Wie willst du jetzt mit deinem 100er da hochkommen? Deine Teleportkammer sind doch schon verschwendet. Es war ein Pass sauberer Kill, die war nicht verschwendet. Ist aber ein kleiner. Und wenn du ein Wasserpack hast... Das ist ein fetter. Ach so, das ist ein fetter. Richtig fetter. Ja, wenn man rauszoomt, ist er klein. Das stimmt wohl. Vielleicht wird er dann leichter. Ist damit komme ich ja nicht mal nach links rüber, ey. Ja, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Nee. Würdest du ja fast mit, was? Ich würde da eher Ninja-Seile probieren. Haben wir doch nicht. Haben wir wohl. Haben wir wohl. Ich nicht mehr. Ich nicht. Habe ich sogar schon benutzt. Ja, du anscheinend dann auch. Wenn du deinen Schimpf verbraucht hast. Bis deine Zeit läuft ab, ne? Verzweiflung. Oh. Ah, das ist ein bisschen Napalm. Schade. 18. Soll ich hier lieber eine Wasserbombe nehmen sollen, ey? Ja. Komm, vielleicht. Axel, ich setze auf dich. Ja, was soll ich machen? Sterben jetzt. Kann das Ding mal bitte weggehen? Ich möchte gerne sehen, wo Feuer ist und wo nicht. Okay, alles safe? Komm ich da rüber? Nein, komm ich nicht. Nee, zum Glück nicht. Komm, spring nochmal. Vergiss leider, dass ich meine Bunkerbombe noch habe. Ah, das stimmt, da hat er recht. Ja, das die kommt da nicht durch. Was? Ich bin sogar vorbei. Nein! Oh, LOL! Überlebenskünstler. Das heißt aber, ich bin tot tatsächlich. Hätte zu Axel jetzt gekillt, wäre ich nochmal dran gewesen. So ist vorbei. Ja, was glaubst du, warum ich auf Axel gehe? Ja, gut, retten hat sich erledigt, glaube ich. Hast du nicht noch irgendwas? Was kann ich mit Sauerstoff fliegen oder so? Nee. Hast du noch die Teleport-Gun, mit der du dich da rechts oben in diese Kuhle unter Sascha teleportieren könntest? Da so vielleicht noch. Na, ich werde nach oben. Die meinte ich nicht, aber okay. Ist egal. Du hast noch 2 Schüsse mit der Gun.
Ah, aber das schafft er nicht, das schafft er nicht. Wo soll er damit hin? Weil er könnte links ran und dann schnell wieder rechts rüber. Ja, das also, ist aber super fummelig. Es ist ein Skill-Move, klar, aber... Was ist das? Ach komm, jetzt gehen wir doch nicht auf den Keks hier, Alter. Ach, das ist wieder Lava. Diesmal brenne ich dich da gleich weg. Ich habe ja kein Wasser mehr. Achso, warte mal, Wasser? Ja. Oh. Würde ich mal sagen, ist ein GG. Tschüss, Krischi. Ja, tschüss. In Hamburg, ich sag mal tschüss. Ach komm, und wenigstens tschüss. Hamburg-mäßig Flut, in der Flut ersoffen. Ja, tschüss, schöne Welt. Ach komm. Obwohl, haben wir was Cooleres? Ist ja so witzig, wenn er schief geht und er einfach widerstandsfähig übrig bleibt. Napalm ist kacke. Napalm macht genau das gleiche, er hüpft dann auch hoch und fällt runter. Ja, Feuer ist unkontrollierter als Wasser. Richtig. Oh, warte mal, das ist gar nicht mal so safe, dass ich die da rauskriege. Nee, ja, eben, sag ich ja. Vielleicht habe ich echt noch Schwein. Da kommt die Wasserbombe. Ja. Oh. Ja, doch, das passt. Das schade passt auch. GG! Ich fürchte, Axel hätte auch nie mehr viele Chancen gehabt. Nee, nee, das ist schon cool. Ich konnte nirgendwo mehr hin und Luftangriffe gehen mir auch richtig aus irgendwo. Ja, ja, und Sascha, ich hatte tatsächlich Glück mit dem Spawn. Echt gut, ja, ich wollte gerade sagen. Naja, gut. Hast du verdient. Aber war wieder eine spannende Runde. Ja. Auf jeden Fall. Ich schalte hier wieder durch. Und dann würde ich mich bei euch wieder sehr herzlich bedanken fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ich denke, es wird gleich ein nächstes Mal noch geben. Und ja, dann sage ich schon mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.